Ja, eben hatte einer geschrieben, wenn ich hier weiter filme während der Bauarbeiten, dann wird er online bleiben. Ich filme jetzt einfach mal ein bisschen, denn hier ist gerade der Louis angekommen. Louis hat gesagt, er hilft und fährt hier zum Beispiel den ganzen Boden weg. Das ist alles sozusagen Sondermüll, weil hier alles quer gekippt wurde. Und dementsprechend fährt der Louis das mit seinem Schlepper und mit seinem LKW zu seiner Deponie oder zur Deponie. Weiß nicht genau, von Markus Zintel. Keine Ahnung, wo es genau hingefahren wird. Auf jeden Fall genau passend abgestimmt mit der Stadt auf die dementsprechende Deponie. Also hier ist immer Erde abgeladen worden, wie gesagt, städtischerseits. Und das wird jetzt einfach weggefahren. Ja, das letzte Video, was ich mal so gemacht hatte, war tatsächlich in den Aauen bei Lorsdorf. Da hatte ich ja live mal die Kamera mitlaufen lassen während der Baggerarbeiten. Ihr könnt euch alle daran erinnern, mit dem Sortiergreifer. Und ich hatte damals schon irgendwann aufgehört und habe gesagt, ich kann das irgendwie nicht mehr, diese Anschwemmungen wegziehen von den Bäumen. Und dann war auch der Tag vorbei für mich und ich habe das auch sein gelassen. Das sind Sachen, die wecken immer wieder Erinnerungen. Und deshalb bin ich immer froh, wenn solche Sachen andere Leute machen und ich mich jetzt mit sowas hier beschäftige. Ja, heute Morgen habe ich zwei große Busse gezählt vom Helfer Shuttle, die voll besetzt weggefahren sind, plus die ganzen kleinen Busse. Also Hilfe kommt noch immer an, aber es hat natürlich nachgelassen. Die Jahreszeit ist nicht gerade der größte Motivator, um freiwillig irgendwelche Baustellen zu arbeiten. Wir haben hier 9 Grad plus, aber diese feuchte Luft kombiniert mit ein bisschen Wind, die ist schon extrem kalt. Wenn man dann überlegt, dass die Temperaturen irgendwann sinken werden, es war glaube ich gesagt, ab 1. Advent soll irgendwie der Winter kommen, dann wird das auch eine richtig harte Zeit. So, von den Anrufen, die ich heute so bekommen habe, war einer dabei, wo jemand Gasheizungen angeboten hat, die er ausgebaut hat als Firma, die aber noch in OK sind, wo noch abgenommen sind. Ob man die hier ins Ahrtal bringen kann, ob die benutzt werden dürfen. Ich habe ihm dann gesagt, er sollte sich bitte im Baustoffzelt Kaiser melden und das abklären. Das sind immer so Spezialfragen, da möchte ich mich gar nicht zu äußern. Und es gibt ja auch genug Verbände, die sich hier darum kümmern, um die Heizungen, dass alles läuft. Ja, wir sind auch zu Hause bei uns Erdarbeiten am Machen. Wir sind auch Paddocks am Machen, Paddock-Befestigungen mit diesen Ritcon-Platten. Die verbauen wir schon sehr lange, Ritcon, und früher haben wir Eco-Raster verbaut. Das hat ja auch super funktioniert. Ihr hattet das mitverfolgt, als ich auf den Reitanlagen war, wo noch einiges zu tun ist. Und da hatte ich mit der Firma Ritcon Kontakt aufgenommen und die Zusage kam sofort, dass 1000 Quadratmeter gespendet werden sollen, glaube ich, nächste Woche geliefert werden. Wenn wir Glück haben, spielt das Wetter dann noch mit und dann kann man auch diese Arbeiten machen. Ja, Thema Reißleine lese ich gerade so ein bisschen aus dem Winkel. Hier muss jeder wirklich aufpassen, wie weit er geht, und man vergisst schnell, dass man auch nur ein Mensch ist und irgendwie auch mal ein bisschen Ruhe braucht und einfach mal ein bisschen Abstand braucht. Deshalb ist sowas hier für mich auch mal eine willkommene Abwechslung. Ich bagger sowieso total gerne. Und ja, die Katastrophe ist natürlich unten im Tal. Aber hier ist man so ein bisschen verschont, sag ich mal, von den ganzen schlimmen Geschichten. Und das
muss man auch mal haben. Das ist ja auch so, dass man zu Hause auch ein Leben hat. Und meinem Vater geht es auch nicht besonders gut. Und da muss man auch eben gucken, dass man da alles verpackt kriegt und verarbeitet kriegt. Aber hier ist schon der LKW vom Louis, der ankommt. Bin mal gespannt, ob ich alles drauf kriege. Befürchte schon fast nicht. Hier hatte einer geschätzt, dass es wahrscheinlich 2 bis 3 Sattelzüge sind, die hier liegen. Ich glaube, jetzt sind wir schon bei 10 Mulden, die wir weggeladen haben. Das ist immer ganz interessant, wenn Leute was schätzen sollen, die nicht aus dem Gebiet kommen. So, ein bisschen andrücken, dass der Transport sicher ist und nichts runterfällt. Da passt noch ein bisschen. Als die Flutkatastrophe war, war das alles egal. Man konnte so viel laden, wie man wollte. Man konnte so viel fahren, wie man wollte. Das hat sich alles geändert und wir halten uns hier an die Straßenverkehrsordnung, was ja auch absolut richtig ist. So, dann gute Reise, Louis. Vielleicht bis gleich nochmal. Sind vom 26.11. bis 28.11. wieder beim Helfer-Shuttle. Finde ich super. Wie gesagt, Hilfe wird weiterhin benötigt und die Leute brauchen hier auch die Gewissheit, dass weiter geholfen wird und dass man für die Leute da ist. Das ist ganz wichtig. Ich führe hier echt ganz viele Gespräche, auch mit Helfern, und die Bestätigung kommt ständig, dass allein das Dasein so wichtig ist für die Menschen hier im Ahrtal. Der Mobilbagger hat mittlerweile 1250 Stunden runter. Ich muss mal nachgucken, mit wie vielen Stunden der runtergefahren ist. Der war auch relativ neu und hat echt richtig viel Stunden hier gemacht. Die Maschinen hier werden immer eingesetzt für Leute, die nicht versichert sind, wo Erde weggefahren werden muss. Und von verschiedenen Fahrern. Und ich habe immer gesagt, wenn ihr jemanden habt, denen wir helfen können, nehmt die Maschinen. Wir nehmen dann einfach die Einnahmen, die wir bei Facebook ja generieren, und finanzieren das damit. Das funktioniert hervorragend. Ich muss das mal zurückrechnen, was das bis jetzt gekostet hat. Die Abtragung für den Bagger hier, der hat netto 140.000 Euro gekostet. Ist, glaube ich, monatlich bei knapp 2.400 Euro und der Service ist jetzt auch, ich hoffe, ich habe nicht verschwitzt bei 1.000 Stunden. Ich befürchte es fast, weil ich meine, er hätte weit unter 1.000 Stunden gehabt. Der müsste also jetzt gemacht werden, Werkstattwagen raus. Wird wahrscheinlich auch wieder um die 4.000 Euro kosten. Also das sind Zahlen, die extrem hoch liegen. Und die Zusammenarbeit hier, wie gesagt, ist heute der erste Tag. Da kommt Alexander Krone. Ich habe nämlich hier, könnt ihr sehen, da hinter dem Löffel, da ist ein Kanaldeckel, den habe ich gefunden und der ist bei uns im Plan nicht eingezeichnet. Ich habe Glück gehabt, wenn man einen Kanaldeckel findet, ist es meistens ein Schaden am Kanaldeckel. Man reißt den oberen Ring raus samt Deckel und ich habe Glück gehabt, der Alexander da im Hintergrund schaut jetzt gerade nach, was das für ein Kanaldeckel ist.
Der Jürgen vom Helfershuttle hat hier so ein bisschen von allem die Oberhand, weil er immer hier ist, immer vor Ort ist. Mit dem bin ich immer in Kontakt, welche Sachen hier weggeräumt werden müssen. Alexander hat gerade ein fragendes Gesicht. Fragt sich, was das für ein Deckel ist. Wir wissen es nicht. Wir müssen es rausfinden. Eingezeichnet in den Plänen war er, meine ich, nicht. Das hier ist auch ein Hakenlift. LKW, ein Vierachser. Ganz tolle Maschine. Der kann also die Mulde auch absetzen, genau wie der kleine schwarze die rote Mulde absetzen kann. Ein Allradfahrzeug. Ja, und wir wollen jetzt hier ein bisschen aufräumen, weil wir den Platz als Zwischenlager brauchen. Das heißt, wenn Materialien geliefert werden, ob es Betonplatten sind, ob es Schotter ist, ob es Sand ist, können wir das hier immer schön sauber lagern und von hier dahin fahren, wo wir es brauchen. Auf der Baustelle gegenüber hört sich im ersten Moment jetzt kompliziert an. Es geht nicht anders, weil wir müssen erstmal die Zufahrten anfangen zu verlegen. Und wenn wir das geschafft haben und ein bisschen Puffer geschafft haben, dann können wir auch direkt an den Ort des Geschehens fahren, ohne viel Sauerei zu machen. Und das ist immer mein persönlich größtes Ziel, ohne Sauerei Baustellen zu machen. Und deshalb, wenn so eine Straße versaut ist und es regnet und es wird schlammig, dann muss die sauber gemacht werden, Kehrmaschinen müssen kommen, alles unnötige Kosten. Wenn man das so ein bisschen geschickt macht, dann kommt man meistens ohne das klar. Es gab auch noch mal eine Begehung der Auen, kann ich auch sagen. Nicht mit mir, aber mit anderen, die ihr kennt und eben auch mit offiziellen Leuten. Es findet jetzt, glaube ich, noch mal eine Begehung statt. Und so wie ich das verstanden habe, sind sich alle einig, dass geräumt werden muss. Und alle, die jetzt vor Ort waren. Und ich gehe davon aus, dass das dieses Jahr nicht mehr stattfinden wird, weil, wie gesagt, es fehlt noch eine Begehung und das wird nicht mehr hinhauen. Das ist eine Sache, die ist nicht in 3 Tagen passiert. Wir hatten kalkuliert 14 Tage, vielleicht geht es auch in 10 Tagen schneller. 5 Tage hatten wir gesagt, fahren wir kostenfrei. Aber die 5 Tage habe ich jetzt sowieso nicht, weil die Maschinen hier am Arbeiten sind. Und der Umzug von Wilhelmshaven hat auch Priorität und wie gesagt, wenn jetzt die Genehmigung kommen würde, dauert sowieso noch was, aber wir haben das hier nicht in einer Woche erledigt, die Arbeiten. Da brauchen wir ein bisschen Zeit. Müssen wir einfach schauen. Wenn wir da rein dürfen, kann das ja eine andere Firma machen. Das ist auch okay, allerdings sind dann die 5 Tage kostenfrei arbeiten weg, aber das ist ja sowieso eigentlich nicht normal. Oberste Priorität, wie gesagt, ist Umzug von dem Versorgungszelt vom Helfershuttle. Das muss als erstes passieren, damit Wilhelmshaven, also das Versorgungszelt von Wilhelm oben gebaut werden kann und hier auf der Fläche dann Wilhelmshaven. Nicht überladen, einmal hupen und los geht's. Alexander, ich mag gerade live baggern. Du willst auch baggern, dann kann ich dich filmen. Das darf doch mein Chef nicht wissen. Ich bin doch nur für Projekte freigestellt. Was ist das für ein Deckel da? War der eingezeichnet oder nicht? Nee, völlig neu, aber der lägt nicht schlecht. Meinst du, ist Kanal oder was? Müssen wir mal hochnehmen, was das ist. Die wussten nichts, dass da was liegt.
ganz kurios, da haben wir echt Glück gehabt. Wenn man eine Stange oder sowas hat, dann kann man den anheben können und dann guckt man da mal rein. Ja. Aber der lädt gut. Nee, echt perfekt. Ja. Sparen wir uns viel Arbeit. Hast du noch was Interessantes, was man jetzt live berichten könnte oder lieber nicht? Ja, nichts, was wir ins Netz geben können. Was aber woanders, nicht heute hier, dann jetzt gerade hier. Ich war jetzt im Wohnmobil, ich habe die Karte fertig gemacht und habe alle Behörden angeschrieben für unser Wohnkonzept. Okay. Und mir angeboten, dass ich es erläutern würde. Aber Horst Lies wollte es eben unter sich. Ja. Nee, gut. Ich ziehe noch ein bisschen Boden zusammen und dann. Ja, und Baggern kommt schon nochmal irgendwann. Okay. So, weiter geht's. Ich ziehe noch ein bisschen den Boden zusammen, weil das ja natürlich Matsche gibt. Wenn hier Lehm liegen bleibt und da ein LKW drüber fährt. Ja, mit den CO-Meldern, da werde ich mit dem Malteser Hilfsdienst sprechen. Die wollten das in die Hand nehmen. Da hat gerade jemand geschrieben, finde ich eine gute Sache. Und wo die hingehen sollten, ich denke, jetzt zuerst könnte man in das Zelt schicken. Baustoff Kaiser und dann müssen wir weiterschauen. Ja, da sind wir so diese Überraschungen. Eigentlich stehe ich nicht auf Überraschungen, weil hier sollte klar sein, wo welcher Deckel ist, aber vielleicht sehe das jetzt. Da ist der Kanaldeckel. Hat gefragt, ob er nochmal kommen soll. So, wenn er loskommt, haben wir alles weg. Also hier sieht man den Kanaldeckel. Glück gehabt, nichts kaputt gegangen. Den machen wir nachher auf und eventuell ist das sogar positiv für uns, dass wir hier direkt anschließen können, ohne dass die Straße aufgemacht werden muss. Ja, wer baggert hier so spät noch am Bagger? Ja, heute Nacht auf jeden Fall kann man das Lied hier spielen. Aber ich finde das gut, es geht einfach vorwärts und so muss es sein. Das Wetter, wie es jetzt ist, ist ein Geschenk. Also das haben wir auch schon ganz anders erlebt. Wenn es dann wochenlang regnet, dann kannst du keine ordentliche Arbeit hinterlassen. So, der Luis kommt jetzt nochmal hoch mit dem Traktor, wenn er gekippt hat. Und dann dürften wir hier die Ecke erstmal geräumt haben. Ich weiß ja nicht, ob jemand Interesse hat, mit mir zu quatschen. Dann kann er gerne hier fragen, ob er beitreten kann. Dann würde ich auf mich umstellen. Dann können wir eine Runde fachsimpeln. Wer möchte, egal welches Thema, kann das gerne tun. Dann einfach eine Anfrage senden. Oma Heidi. Ich glaube, das war ein Versehen. Also, wer Lust hat, eine Runde zu quatschen, ich habe gerade ein bisschen Zeit, kann mir gerne eine Anfrage senden. Luis hat gesagt, dass er noch kommt, richtig. Die Stimmung unter den Anwesenden war überhaupt nicht angespannt, gar nicht. Also, Oma Heidi, okay. Oma Heidi, jetzt finde ich dich nicht mehr. Kannst du noch mal eine Anfrage senden?
Können wir mal gucken, ob es klappt. So, mal schauen, ob es klappt. Jetzt ist der Alte abgegangen. Abgelehnt. Das war wohl ein Versehen. Silke Konrads, mal gucken. Liegt gerade in der Badewanne. Ja, das geht auch. Jetzt hält mein komischer Handy Alter hier nicht mehr. Irgendwie wollen die Leute dazukommen, aber es funktioniert nicht. Ja, also wer eine Runde quatschen möchte, kann gerne mit hier ins Bild kommen. Ich glaube, man muss sein Handy quer halten, sonst funktioniert nichts, weil ich es auch gerade quer halte. Ein Energiestadion habe ich gerade gelesen. Ja, wäre nicht schlecht. So, da sind wieder Anfragen, glaube ich. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ja, keine Anfragen. Also ich kann euch nur sagen, wir verstehen uns alle sehr gut. Ich verstehe mich mit Thomas super, mit Marc auch. Und wir haben immer ziemlich lustige Gespräche, wenn die Kamera auch mal aus ist. Und wir ticken da ziemlich gleich. Und ich finde auch gut, wenn man irgendwas nicht gut findet, dass man das sagt. Ich bin genauso. Das wisst ihr. Deshalb schaut ihr ja auch alle zu. Weil ich auch kritisch bin und auch bleibe, verspreche ich euch. Auch wenn wir hier oben alle jetzt gemeinschaftlich sozusagen unseren Standort haben, hat das aber nichts mit dem zu tun, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich werde das auch weiter so machen. Wenn irgendwelche Probleme sind, komme ich gerne vorbei, schaue mir das an, suche nach Lösungen und das ist eigentlich das, was ja so meine Hauptaufgabe ist, nicht unbedingt auf dem Bagger zu sitzen. Ich habe auch Anfragen, eben hat mich jemand WhatsAppt und zwar gibt es Probleme mit irgendwelchen Forellenteichen, glaube ich, bei Schuld. Ist wohl ein Baustopp gekommen. Da habe ich auch keine Ahnung, was da ist und wollte mir das mal anhören. Mal schauen, vielleicht fahre ich da mal hin. Ja. Keine Ahnung, warum ich hier euch nicht reinkriege. Aber ich denke, ich gehe jetzt auch mal runter, weil da kommt jetzt der Alexander. Moment. Und hier ruft gerade mein LKW. So, ich verabschiede mich mit dem Bild von Alexander, der mit der Spitzhacke hier gerade zum Kanal läuft. Und wir sind ganz gespannt, was wir da finden. Und dementsprechend. Sag ich mal, bis später. Vielleicht können wir nachher eine Runde quatschen. Macht's gut. Tschüss.